Hallo Rennsportfreunde, ich begrüße euch zurück hier in meiner Karriere zum dritten Training und Qualifying und ohne lang zu schnacken. Wobei, wir gucken kurz in die Forschung, 900 Punkte brauchen wir. Aber ja, das könnten wir mit dem dritten Training und Qualifying könnten wir schaffen. Ja, zum dritten Training. Lohus. Alles klar, Lungs. Ich habe eigentlich alles erfüllt, was ich wollte. Gib mir mal ein anderes Setup. Wenn du nicht aufpasst, kann dich die T12 kalt erwischen. Diese erste Kurve... Und schon wieder die Lecks. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen.
So, fahren wir mal rein. Setup. Vier. Und jetzt muss ich eigentlich nur meine Zeit unterbieten. Ich habe die gleichen Reifen drauf. Gut, sie sind etwas abgenutzt, aber... Bisschen später für Bremse. Okay, ich bleib bei Setup 4. Ja, so, Session-Info,
Übersicht. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,19,6. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, Rosberg und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Okay, ich könnte jetzt schon wieder wetten, zweiter oder besser. Und ich muss Vettel schlagen. Ich könnte... Oh, wir kriegen neuen Rivalen. Hallo. Sieht Hallo. So aus, als ob du da draußen einen Rivalen hast. Das ist gut, dadurch spricht man über dich. Sorg einfach dafür, dass du besser bist, okay? Nico Rosberg? Lass mich raten, Nico Rosberg. Nico Rosberg, jawohl. Jetzt würde ich auch verstehen, warum er mich die ganze Zeit immer abschießt. Dann hören wir uns die Voicemail an. Hi, ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Zweiter oder besser? Besser als Rosberg, besser als Vettel. Warum wusste ich's? Warum wusste ich sowas? Leute, ja. Forschen können wir immer noch nicht. Uns fehlen genau 41 Punkte. Ja, ab zum Qualifying. Willkommen zurück zum Qualifying. Wir warten gerade darauf, dass die Ampel in der Boxengasse grün wird, damit es hier mit dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. Diese Strecke verlangt sowohl den vorderen als auch den hinteren Reifen ziemlich viel ab. Man kann wohl sagen, dass geschicktes Reifenmanagement nötig sein wird, um hier gut abzuschneiden. Der Verschleiß wird auf dieser Strecke wohl den Unterschied machen. Es ist recht einfach, die Reifen zu verschleißen, während man versucht, die Rundenzeit einzuhalten. Wenn die Balance von Anfang an stimmt, wie bei den Teams von Mercedes und Red Bull, kann man gut abschneiden. Genau, von daher. Wir gehen zur Strecke, ja, ich weiß. Und ich möchte gerne rausfahren. Und los geht die Scheiße. Ja, Eriksen hat nochmal einen schönen Boost gegeben.
Scheiße, das war nix. Das war nix. What? Super, das war die schnellste Runde. Ja. Alles klar. Session Info. Wir waren 0,25 Sekunden. Okay. Okay.
komm. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, ein Ferrari und Lewis Hamilton. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ja. Vettel habe ich jetzt nicht geschlagen, aber das war mir jetzt egal. Für diese 0,92 gehe ich da nicht nochmal auf die Strecke. Ich hoffe einfach, ich kriege einen super Startplatz. Habe dann meine Punkte und habe auf jeden Fall schon mal... Rivalitätspunkte gegen Rosberg gesammelt. Ja, komm, überspringen. Ja. Aber wie es dann am Renntag weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Lasst vielleicht noch ein Däumchen nach oben da und einen Kommentar, wie es euch gefällt, was ich vielleicht verbessern kann. Von daher, wir sehen uns. Tschüss.